Ey, Ogoko, ich habe jetzt auf YouTube ein Video gesehen, wo es heißt, dass große Eiweißmengen nicht nur im Sättigungseffekt sinnvoll sind, sondern noch andere Sachen in der Diät unterstützen. Jo, Dicker, wenn ich jetzt irgendwie 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß fress, so, dann läuft meine Diät wie geschmiert. Sind riesige Eiweißmengen vielleicht doch unendlich sinnvoll in der Diät? Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute soll es mal um das Thema Eiweiß gehen. Mal wieder. Ja, ich habe ja irgendwie schon mal was zu, warum ich Eiweißmast für schwachsinnig halte und dann, wie viel Eiweiß braucht man denn so und so gesagt. Und eigentlich habe ich, also es geht jetzt, bezieht sich auf einen Kommentar und eigentlich habe ich da so eine Wall of Text drunter geschrieben. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, das ist jetzt ein Kommentar unter einem etwas älteren Video und wahrscheinlich liest den dann keiner mehr. Und da ja jetzt diese Videos dann im Umlauf sind und so, dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video dazu. Ja, damit ihr so, ne, weil wer liest denn jetzt den Kommentar, außer vielleicht der Paul, der seinen Kommentar geschrieben hat und ich darauf antworte. Deswegen, also jeder Kommentar von Paul, hey Goku, also bringen mehr Protein, zum Beispiel in einer Diät, nicht mehr Lean-Maß-Erhalt und mehr Fettverlust, denn das sagen einige Studien aus. Wolf Performance hat dazu ein zusammenfassendes Video, in dem er sich auf Eric Helms bezieht. Studien zeigen, dass mehr Eiweiß tatsächlich andere Vorteile als ein besseres Sättigungsgefühl haben. Was sagst du dazu? Danke für die Antwort. Gruß Paul. Ja. Gut, da müssen wir erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar, Sättigungsgefühl, ja. Lean-Maß-Erhalt, mehr Lean-Maß-Erhalt, nope, Sir. Wenn du deinen Eiweißbedarf gedeckt hast und der gesättigt ist und du halt alle Prozesse, die da, für die dein Körper Eiweiß braucht, im Körper mit Eiweiß versorgt sind, also den nötigen Aminosäuren, das heißt wieder vollständiges Aminosäureprofil, bla bla bla, dann bringt dir mehr Eiweiß nicht mehr Lean-Maß-Erhalt, was auch immer Lean-Maß-Erhalt ist. Letzten Endes, nein, diese ganze Muskelschutztheorie und sowas, mehr Eiweiß gleich mehr Muskelschutz ist Blödsinn. Also irgendwo ist das gedeckelt und wenn dein Körper halt sein Maximum hat, was er braucht, so, dann bringt mehr nicht mehr. Ja, also das ist auch egal, wie gerne das andere Leute sagen würden. Du hast ein gewisses Maß, was du. Also ein gewisses Maß an Leucin und auch alle anderen Aminosäuren brauchst du, damit der mTOR-Signalweg funktioniert und so weiter, hast du aber mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also die von mir, was weiß ich, vorgeschlagenen, empfohlenen, wie auch immer man das nennen will, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich beziehe mich da auf das Gesamtkörpergewicht und nicht auf den Lean-Maß-Anteil, denn da gibt es auch noch Unterschiede, dass dann Leute sagen, okay, das rechnen wir auf Lean-Maß runter, bla bla bla. Aber ganz im Ernst, wer weiß denn jetzt wirklich, was sein Lean-Maß-Anteil ist? Gehst du mit jemandem hin, der sagt, ja, ich habe 10% KFA und steckst in den DEXA-Scan und hat auf einmal 16 und so. Und also das sind dann halt Sachen, wo du halt denkst, so gut, das weiß niemand so wirklich. Kaliper, also Fettmesszange und so und bla, Firlefanz, warum soll man sich das antun? Nimmst du pauschal 2 bei dem Gewicht, was du hast und safe. So. Das wiederum sorgt dann automatisch dafür, dass wenn du jetzt diese klassische Geschichte, was ich halt sage, 0,8 Fett oder teilweise halt auch höher, je nachdem, aber 0,8 ist so unterer Schwellwert, 2 ist der Schwellwert für Protein. Wenn du das erfüllst und sehr dick bist und das auf dein gesamtes, ja, auf deine gesamte Masse runterbrichst, ne? Keine Ahnung, nehmen wir an, du hast, sehe ich, 40% Körperfett, wie ist 150 Kilo, dann musst du natürlich bei 150 Kilo erstmal 300 Gramm Eiweiß essen. Das ist natürlich erstmal schon mal eine Hausnummer. 300 Gramm Eiweiß musst du erstmal essen können, damit du halt, ne, so, und dann bist du halt natürlich mehr satt. So, also der Sättigungseffekt, da sind wir wieder beim Sättigungseffekt, den wir hatten. Und wenn du dann sagst, den Rest fülle ich mit Kohlenhydraten auf, so, ja, wenn du dann nicht mehr Hunger hast, dann lässt die Kohlenhydrate weg, so, und automatisch nimmst du ab. Das erklärt auch, wieso du halt als sehr dicker Mensch ein größeres Defizit fahren kannst. Also es erklärt es nicht, aber du kannst es halt machen, weil dein Körper die Möglichkeit hat, das Fett, also die Energie bereitzustellen aus dem Körperfett. Das geht nur bis zu einem gewissen Teil. Also es kommt dann auch immer wieder drauf an, wie viel Übergewicht und bla und sowas, aber man geht pauschal hin und sagt so, mehr als 1000 Kalorien pro Tag ist nicht drin. Also das kriegen deine Transporter und dein Körper und der ganze Firlefanz nicht hin, das wirklich bereitzustellen und kontinuierlich bereitzustellen vor allen Dingen. Das ist der Grund, weswegen so viele Leute, die dann halt auf naturale Art und Weise, wenn wir Stoff im System haben, dann sind wir wieder auf ganz anderen Welten so. Also da bist du aber auch
ich sag mal, höher als 2 kannst du da auch nicht gehen. Ne? Also selbst mit Carnitin als Transporter die ganze Zeit drin und alles so, kannst du halt dann auch irgendwann nicht mehr kompensieren. Dann fängt der Körper dann an, Muskeln zu kannibalisieren. Selbst wenn du Tränen als Muskelschutz drin hast oder so ein Schwachsinn. Ja? Also das sind halt solche Sachen, wo man dann halt ein bisschen... Es gibt halt physiologische Grenzen, die im Körper da sind und die können halt einfach nicht aufgehoben werden. Mit Stoff kannst du sie ein gewisses Maß in irgendeine Richtung verschieben, aber beim naturalen Menschen ist es halt so, dass du halt ein gewisses Maß hast. Und wenn du jetzt jemanden hingehst und sagst, du wiegst jetzt 150 Kilo, bist sehr dick, mach mal 7000 Kalorien Defizit am Tag, dann verlierst du pro Tag ein Kilo Fett. Das funktioniert nicht. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das funktioniert nicht. Ja? Und es liegt einfach daran, dass der Körper es halt nicht bereitstellen kann. So, jetzt kommen wir zu den Vorteilen oder den anderen möglichen Supereffekten. Also wir haben jetzt schon mal gesagt, wir decken mit unseren 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht alles, was wir brauchen. Also das heißt, wir decken unseren Muskelschutz, wir decken unser Immunsystem, wir decken unsere regenerativen Prozesse, was wir sonst noch so haben. Also das heißt, Darm, Schleimhaut, bla, dieser ganze Firlefanz, was in eurem Körper halt noch so abgeht, wofür du halt Proteine brauchst. Decken wir. Sind wir safe, Aminosäurepool ist voll, alles geil. Jetzt haben wir unseren Lean Mass Erhalt, kannst du sagen. Wenn du jetzt irgendwie nochmal 300-400 Gramm Eiweiß oben drauf schmeißt, dann hast du davon nicht mehr. Also es ist nicht so, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich eine viel bessere Magenschleimhaut, Darmschleimhaut, jetzt habe ich einen viel schöneren Muskelschutz, jetzt kann der Protein-Turnover richtig anlaufen. Nein, warum? Braucht der Körper nicht. Ja, du hast dein... Eiweiß ist genügend da, das heißt, du hast auch genügend Leucin, dein mTOR-Signaltransduktionsweg, also den Muskelaufbauprozess, bla bla bla, hatte ich ja irgendwann mal im, ich glaube, Soja-Lecithin-Video oder so, habe ich den ganzen Scheiß ja mal wirklich aufgedröselt. So, funktioniert, das heißt, die vorgegebenen Parameter sind da, natürlich Sport, bla bla bla, gehört auch noch rein, aber Aminosäuren sind erstmal erfüllt. So, da ist ein Haken dran, das heißt, diese Prozesse funktionieren, das heißt, auch der Muskelaufbau bzw. Muskelerhalt funktioniert. So. Du brauchst also nicht mehr Eiweiß. So, was könnte jetzt der nächste Teil sein, wo ich sagen würde, Sättigungseffekt ist durch und Muskelerhalt ist durch. Muskelerhalt, Muskelaufbau, was auch immer, ist durch. So, jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, was macht der Körper denn, wenn ich ihm jetzt sehr viel Protein zuführe und gleichzeitig dann noch die Kohlenhydrate entziehe? Ja gut, ich brauche ein gewisses Maß an Kohlenhydraten in meinem Körper, sei es für die Versorgung des Hirns, bla bla bla. Und ich rede jetzt nicht von Keto adaptiert, da haben wir so einen gewissen Switch drin, der das Ganze nochmal ein bisschen auf ein anderes Level schiebt. Da hast du dann natürlich auch andere Substrate, die dann eher herangezogen werden. Das heißt Laktat, Glycerin, bla bla bla, kann dann alles für die Gluconeogenese herangezogen werden. Wenn du ein Kohlenhydratesser bist und das halt nicht ketogen adaptiert bist, dann hast du das Problem, dass der Körper sehr gerne Eiweiß heranzieht als Gluconeogenese. Das ist dann sein bevorzugtes Substrat, sage ich mal. Das heißt, letzten Endes, wenn du dann keine Kohlenhydrate konsumierst, muss der Körper sich irgendwie seine Kohlenhydrate bauen. Das macht er dann halt aus Eiweißen. Das wiederum ist ein energieaufwendiger Prozess. Jetzt haben wir bei Protein und Kohlenhydraten jeweils 4 Kalorien pro Gramm. Ne? Bummelig. Nicht ganz genau, aber bummelig so. Also das heißt, wenn wir jetzt knallhart hingehen, 4 Kalorien zu 4 Kalorien. Jetzt habe ich als erstes den Thermic Effect of Food. Das heißt, das, was euer Körper, also du isst es und es muss in deinem Körper ankommen. Das heißt, dafür braucht der Körper solche Sachen wie Verdauung, solche Sachen wie Eiweißaufspaltung, den ganzen Firlefanz, damit das erstmal in eurem Körper da ist und funktioniert. Das heißt, das hast du bei Kohlenhydraten erstmal nicht. Natürlich musst du auch irgendwie Zucker aufspalten, so bla bla bla. Ist aber lange nicht so energieaufwendig, als wenn du halt ein Eiweiß aufspaltest. Und damit meine ich jetzt nicht ein Eiweißshake und so ein Firlefanz, so, ne, hier Hydrolysat, dies, das, deine Mutter, sondern damit meine ich tatsächlich, ich rede jetzt mal von Rindfleisch, weil das halt wirklich ja, brutal ist für den Körper aufzuspalten. Da hat der Körper halt eine lange Magenverweildauer. Er hat lange was zu tun damit, bla bla bla. Also das heißt, der Körper muss Energie aufwenden, damit diese Aminosäuren in seinem System ankommen. Das ist gut, das ist Sättigungseffekt. Also Magenverweildauer, je länger das in eurem Bauch liegt, desto länger fühlt ihr euch satt, Dehnungsrezeptoren, bla bla bla. Und ist in der Diät ja nicht verkehrt, ja, länger satt zu sein, weil man im Normalfall weniger isst. Also nicht weniger im Sinne des Volumens, sondern im Sinne der Kalorien. Und du kannst jetzt natürlich einmal Kalorienhunger kriegen und du kannst natürlich auch nochmal Dehnungsreizhunger kriegen. Also das heißt, wenn dein Magen immer leer ist, du trotzdem Kalorien, also das ist ich, 1 Liter Öl trinkst am Tag, dann wirst du trotzdem Hunger haben, obwohl du 9000 Kalorien drin hast. Jetzt mal blöd gesprochen. So, das heißt, du musst da halt irgendwie die Waage finden. Und dementsprechend, du hast natürlich, jetzt mal wieder auf unser Rindfleisch zurückzukommen, liegt das da eine gewisse Zeit lang und wird umgesetzt und wird aufgenommen vom Körper. Bis aus so einem
Klumpenrindfleisch irgendwann eine Aminosäure wird, braucht der Körper, kann man sich in etwa vorstellen. Kohlenhydrate sind nicht ganz so schwer für den Körper umzusetzen, dementsprechend ist der Thermic Effect of Food geringer. Eiweiße können bis zu 30% Thermic Effect of Food bringen, das heißt letzten Endes diese Aufnahme, Umwandlungs, blablabla für den Körper zur Verfügungstellungsgeschichte kann bis zu 30% betragen. Das heißt, von euren 4 Kalorien nehmen wir jetzt einfach eine Kalorie weg, damit wir bei dem Protein, damit wir das überhaupt erstmal im System haben. Ja? So, das heißt, wir haben schon mal, was weiß ich, nehmen wir mal bei den Kohlenhydraten, wenn es jetzt schnell zu verarbeiten ist, 0,5 Kalorien weg, 3,5 zu 3. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 3 Kalorien, Nettokalorien, sage ich jetzt erstmal, in dem Moment ist es für den Fall jetzt erstmal Nettokalorien, das geht ja noch weiter, für den Körper, wo das halt einfach nur dafür, dass es da ist. Ja, das heißt, wir haben da schon mal den Vorteil zum Protein, Vorteil, Nachteil, kann man sehen, wie man will, je nachdem, ob man jetzt Kalorien braucht oder nicht, dass die umgesetzt werden müssen vom Körper. Das heißt, da fällt jetzt erstmal schon mal eine Kalorie weg, bei dem Kohlenhydrat halt nur eine halbe, jetzt mal blöd gesprochen. Jetzt hast du deine Aminosäurepool zu, dein Immunsystem ist da, alle deine Prozesse sind versorgt. Jetzt denkt sich der Körper mit dem Protein, Digga, was mache ich damit? Ach scheiße, das olle Hirn braucht ein paar Zucker, meine Muskelglykogenspeicher sind leer, ich verzucker den Scheiß. Das heißt Gluconeogenese, das heißt ich mache aus meinem teuren Protein einen in Anführungsstrichen billigen Zucker. Jetzt einfach mal gesprochen von Rindfleisch zu Reis oder so. Ne? Reis deutlich günstiger als Rindfleisch, deswegen billiger Zucker. So. Das ist wieder ein energieaufwendiger Prozess. Euer Körper macht nichts, ohne dass es ihn Energie kostet. Ja, das ist dann halt wieder so Grundumsatz, bla bla bla. Und letzten Endes hast du dann natürlich wieder einen Energieverlust bei dem Protein. Das heißt, ziehen wir einfach mal wieder eine Kalorie ab. Das stimmt jetzt wieder auch nicht. Und da muss man mal gucken, wie weit ist euer Körper und wie viel braucht er denn und bla bla bla. Aber einfach zum Verständnis. Bei dem Kohlenhydrat bräuchte er es nicht. Er hat das Kohlenhydrat da, er hat es umgesetzt. Das heißt, 3,5 von unseren ursprünglichen 4 Kalorien kann er umsetzen und dann halt einsetzen in Muskeln, Glykogen oder im Hirn zur Verfügung stellen, bla bla bla. Jetzt habe ich aus meinem Protein, also von ursprünglich 4 Kalorien, nur noch 2 Kalorien über, die dann wirklich als Zucker im System da sind. Jetzt ist es so, ich habe ganz, ganz wenig Kohlenhydrate zugeführt. Ne? Also ich beispielsweise bin ja auch der No-Carb-Diäter. Also ein bisschen Carbs ist bei mir immer ein Problem, weil dann habe ich Bock auf mehr Carbs. So, deswegen fällt es mir dann leichter, die komplett rauszustreichen und zu sagen, okay, ich fresse jetzt nur Gemüse und Fleisch. Also so ein bisschen Reis oder so ein bisschen, Süßkartoffeln oder so ein bisschen Kartoffeln oder irgendwie sowas funktioniert bei mir nicht. Dann habe ich Bock auf mehr und dann bin ich eher hungrig in der Diät und da habe ich halt keinen Bock drauf. So. Jetzt sind wir also bei von 4 Kalorien auf 2 Kalorien runtergegangen so und ich habe keine Kohlenhydrate zugeführt. Ich habe mein Aminosäurepool zu durch die Proteine. Ich habe meine ganzen regenerativen Prozesse sind am Laufen. Mein Immunsystem funktioniert durch die Proteine. Ich habe meinen Energiebedarf fürs Hirn gedeckt und meinen Glykogenspeicher gefüllt. So, jetzt über Gluconeogenese aus dem Protein. So, jetzt macht der Körper, gut, könnten ja schlechte Zeiten kommen, ich fange mal an zu bunkern. Also de novo Lipogenese, das heißt, ich mache dann aus den Kohlenhydraten Fette, weil der Körper nur Fette einlagern kann. Unabhängig von den Glykogenspeichern und unabhängig von dem Aminosäurepool, aber wenn er wirklich was einlagern will, Fettdepots. So, das heißt, ich mache aus dem Protein erst ein Kohlenhydrat und dann mache ich ein Fett. Dafür brauche ich natürlich wieder ein bisschen Energie. Nehmen wir mal 0,5, weil es nicht so ein energieaufwendiger Prozess ist. Aber das heißt, du hast aus 4 Kalorien 1,5 Kalorien gemacht. Das heißt, aus 4 Kalorien brutto, die du auf deinem Teller hast, die du in dein FDDB einträgst, die du in dein MyFitnessPal einträgst, bleiben nur noch 1,5 über, die in Fett eingespeichert werden können. Bei den Kohlenhydraten, wenn du Kohlenhydrate isst, dann hast du halt einfach von 4 Kalorien 3,5, vielleicht das halbe nochmal abgezogen für die Novolipogenese. Das heißt, 3 Kalorien hast du dann wirklich, die eingelagert werden können. Also du hast 3 zu 1,5. Das wäre wieder ein Vorteil für das Protein. Letzten Endes darf man aber dann nicht sehen, wenn du dann die Nettokalorien vergleichst, und das ist ja immer dieses, auf der einen Seite werden halt immer gesagt, ja, wenn die Kalorien gematcht sind, und auf der anderen Seite wird dann sowas erzählt, wenn du natürlich die Bruttokalorien dann matcht, was wahrscheinlich am einfachsten ist, weil du es halt isst und weil du diese Prozesse nicht wirklich du kannst sie nicht so pauschalisieren, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Ich habe das jetzt nur zur Verdeutlichung gemacht, dass überall Energie abfällt und letzten Endes, was dann gegeneinander übrig bleibt, also 3 zu 1,5, So, das heißt, rein theoretisch müsstest du dann, wenn du Proteine isst, dann das Doppelte an Kalorien essen, damit du halt die gleichen Einlagerungsproblematiken hast. Aber du hast keinen größeren Vorteil. Du hast am Ende nur ein höheres Defizit und mehr Energie aufgebracht in deinem Körper, damit halt, ja, das passiert, was mit Kohlenhydraten auch passiert.
Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich geworden. Letzten Endes, klar, wenn du Fett reinbringst, so, das hat teilweise null Thermic-Effekte. Food-MCT-Fette gehen so durch, alles cool. Das geht halt bis 5, 10, vielleicht 15, je nachdem, was es denn ist. So, und bei Eiweißen halt bis 30, bei Kohlenhydraten musst du halt immer gucken, was für ein Kohlenhydrat ist. Aber letzten Endes hast du halt Verluste. Und diese Verluste sind beim Eiweiß am höchsten, weil du halt einfach die höchste Kette hast, um bis ins Fett nachher zu kommen, was der Speicherzustand des Körpers ist. Da kannst du auch noch sehen, ist es für den Körper jetzt relevant, er ist in der Überversorgung, also er ist in der Überversorgung, was Protein angeht, er ist in der Überversorgung, was Kohlenhydrate angeht, obwohl er diese Kohlenhydrate nicht kriegt, ne? Gluconeogenese, das geht natürlich auch nur zu einem gewissen Teil, weil alle Prozesse in eurem Körper sind irgendwie begrenzt, also von der Kapazität her, was er umsetzen kann, da bist du dann wieder bei Mikronährstoffen, die müssen drin sein, damit die enzymatischen Prozesse funktionieren, bla 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 bla, ganz viele verschiedene Faktoren, deswegen sind Mineralstoffe ganz wichtig, deswegen sind Vitamine ganz wichtig, also die ganzen Mikronährstoffe, das ist halt das, was ich immer wieder sage. So. Und dann kannst du halt irgendwann hingehen und sagen, ich fange mit den Makros an. Ist es jetzt also sinnvoll zu sagen, ich gehe jetzt einfach auf 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, damit meine Diät am einfachsten funktioniert? Ich würde sagen, nein, denn letzten Endes hast du natürlich auch, es gibt noch viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich bin erstmal der Mensch, du musst deine Nieren am Laufen halten. So, das heißt wirklich viel trinken. Es gilt nicht nur für gestoffte Athleten, das gilt auch für Naturalathleten. Das gilt in der Diät oder bei einer höheren Eiweißzufuhr umso mehr. Es gilt halt auch, euer ganzer Körper, diese ganzen enzymatischen Prozesse, eine ganze Fülle von, was ich gerade gesagt habe, hängt natürlich auch ein bisschen von Wasser ab. So, also das heißt letzten Endes, dass der ganze, dass alles so richtig float in eurem System, dafür brauchst du halt ein gewisses Maß an Flüssigkeit. Wie viel das letzten Endes für den Einzelnen ist, jetzt erstmal dahingestellt, so, weil der, was weiß ich, wasseradaptierte Langstrecken-Ausdauersportler, der relativ wenig oder relativ effizient mit seinem Wasserhaushalt umgeht, der braucht natürlich eine andere Menge als der schwitzende Powerlifter, der die ganze Zeit mit Wasser nur so um sich schmeißt, um seine Körperkerntemperatur runterzubringen. Aber das sind andere Geschichten. So, ich bin da immer noch bei pro 20 Kilo Körpergewicht ungefähr 1 Liter. So, letzten Endes gedeckelt auf 5, 6 Liter, irgendwie sowas. Je nachdem, wenn du 180 Kilo wiegst, dann musst du dir nicht so viel Wasser reinzaubern, weil davon natürlich ein großer Teil Fett sein wird. Und Fett braucht nicht ganz so viel Flow, sag ich jetzt mal, wie eure Muskulatur und euer restliches System. Aber du musst dich halt auch nicht ersäufen, ne? Aber so, das ist so ungefähr die Regel, 20 Kilo, 1 Liter Wasser oder 1 Liter Flüssigkeit. Dazu zählt natürlich auch, und das kommt ja auch wieder die Frage, wenn jetzt eine Wassermelone ist, so, ist das auch Wasser. So, ne? Flüssigkeit halt, so. Gut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es konnte so ein bisschen klar werden, warum es jetzt nicht unbedingt, also was jetzt diese Vorteile in Anführungsstrichen von Protein sind. Dass noch solche Sachen da sind, wenn du sehr viel Protein im System hast, Proteinoxidation, dieser ganze Scheiß, so, was dann natürlich nachher wieder ein Problem werden kann, das sind andere Geschichten. Letzten Endes ist es nicht unbedingt immer sinnvoll zu sagen, ich hau jetzt einfach so viel rein. Und da bleibe ich auch bei meiner Meinung, dass es faule Coaches halt so machen, weil es halt einfach ist. Es ist einfach zu sagen, friss ganz viel Protein, friss ein bisschen Fett und was du noch reinkriegst, frisst du halt an Kohlenhydraten. So, das ist halt immer so eine Sache, wo ich dann sage, wenn du dann so auf 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bist oder sowas, das musst du erstmal gegen ansaufen, dann musst du kontinuierlich trinken. Es bringt dir nichts, wenn du dann sagst, oh, jetzt habe ich aber ein Kilo Fleisch gegessen, jetzt muss ich schnell 1,5 Liter trinken, damit ich am Ende des Tages auf meine Trinkmenge komme, weil das scheidest du so wieder aus. Du musst es halt kontinuierlich zuführen und das ist natürlich auch eine Kunst. Gut, letzten Endes, wie gesagt, wenn du deine systematischen Prozesse gedeckelt hast, dann bringt es dir keine größeren Vorteile. Es bringt dir ein höheres Defizit, ja. Ob es das jetzt wert ist, vor dem Hintergrund, dass dein Körper nur ein gewisses Maß an Energie bereitstellen kann aus deinem Fett, bevor er sagt, oh, ich verbrauche zu viel Energie, ich fahre jetzt mal ein bisschen Piano. Ja, natürlich hast du immer noch den Thermic Effect of Food, das Umsetzen der Kalorien. Nachher ist es tatsächlich so, wenn dein Defizit sehr, sehr groß wird, so, dann fängst du an, die Eiweiße unten wieder rauszuscheißen. Ja, also es ist dann halt wirklich so, dass du natürlich nicht nur diese fiesen Proteinfürze, wenn dann halt einfach dein Protein einfach weitergedrückt wird, so, und da an Stellen kommt, wo es nicht hin soll, dann da anfängt zu verfaulen und du dann halt so, ne, diese Lüfte des Todes aus dir rauswirkst, so. Natürlich großenteils bei solchen Sachen wie Eiweißshakes hast du es halt sehr gerne, weil es halt sehr schnell reingeht, sehr schnell durchläuft. Du hast nicht irgendwas Festes, was erstmal zersetzt werden muss, wo es dann halt, bevor es dann irgendwie weitergeht. Aber gut, das sind andere Geschichten so, da können wir vielleicht auch nochmal so, wie werde ich Proteinfürze los? Disclaimer, Spoiler, wie auch immer es nennen will, sauft keine Eiweißshakes in rauen Mengen. So. Das sind halt einfach
Sachen, die lernst du halt einfach mit der Zeit. So. Aber jetzt zu sagen, dass es super krasse, mega voll die super Vorteile hat in Bezug auf Lean Maßerhalt und sowas, nein, sehe ich nicht so. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert doch gerne unten drunter. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum, also wie diese kalorische Kaskade da ist, wie die Speicherzustände im Körper sind, welche Prozesse wie irgendwie da mit drin hängen, damit halt aus einem Protein, was sehr teuer ist, in Anführungsstrichen billiges Kohlenhydrat, in Anführungsstrichen ein noch billigeres Fett wird. Ja, keine Ahnung. Also kalorisch gesehen jetzt, ne? Gut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann haut es gerne unten drunter. Vielleicht mache ich auch mal wieder weiter, aber ich habe irgendwann ja mal angefangen mit diesen Beantworten der Fragen und sowas und irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen. Ja? Also, auch gerne andere Fragen unten drunter, wenn ihr tatsächlich was habt, wo ihr sagt, ja, so und so, finde ich cool. Gerne auch, wenn jemand anders die Frage schon gestellt hat, einfach diese Frage hochvoten mit diesem Daumen da so. Dann hast du natürlich, ne, dann ist das halt weiter oben und dann sehe ich es halt und dann sage ich, oh, es interessiert, keine Ahnung, 100 Leute, dann mache ich dazu mal ein Video. Ne? Wenn da jetzt 100 Mal irgendwie der Kommentar steht, mach doch mal ein Video, mach doch mal ein Video, mach doch mal ein Video, so, dann, ja, ich kann nicht richtig rechnen, so, und das, dafür ist ja diese Zahl mit diesem Daumen. Ne? So, und dann macht das YouTube ja wieder einfach für Leute, die nicht rechnen können, kannst du gucken. So, gut, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen, ne? So, wisst ihr? So, letzten Endes ist es, jetzt kann man jetzt was gegen sagen, diese hohe Proteinmengen in einer Diät zu konsumieren. Grundsätzlich erstmal nicht. Ich muss tatsächlich nochmal ein Video zur Proteinoxidation machen, weil das nochmal relevant werden könnte, rein theoretisch. Wie gesagt, ausreichend trinken. Und das Defizit kann nicht zu hoch gehen, weil sonst habt ihr natürlich Sachen, Probleme, die auf, ja, zu geringe kalorische Bereitstellung des Körpers zurückzuführen sind, was dann solche Sachen sind wie Trainingsabfall, Diätstagnation, Antriebsschwäche, bla bla bla. So, gut, aber dazu können wir auch nochmal ein extra Video machen. Ansonsten haut rein und bleibt geschmeidig.